Dieses Auto eröffnet ein völlig neues Fahrerlebnis. Ich fahre sehr gerne Auto und ich habe auch sehr gerne selbst das Lenkrad in der Hand und habe das Auto unter Kontrolle. Aber automatisiertes Fahren wird immer mehr zum Thema und Hersteller wie Mercedes-Benz beschäftigen sich schon seit längerem damit. Und ich möchte heute herausfinden, kann ich die Kontrolle abgeben, traue ich mich und vor allem, was mache ich mit meiner gewonnenen Freizeit? In den Luxusmodellen S-Klasse und EQS bietet Mercedes-Benz das automatisierte Fahrsystem Drive Pilot an. Die Option gibt es ab etwa 6.000 Euro. Zukünftig sollen türkise Signalfarben von außen zeigen, dass das System aktiv ist. Grundsätzlich nutzt es drei Bestandteile. Da wäre zum einen der Radar. Der erfasst mit Mikrowellen die Umgebung und nimmt Objekte zum Beispiel besonders gut wahr. Dann gibt es noch den LiDAR hier verbaut. Der macht das mit Laserstrahlen. Einfach noch etwas präziser, kann zum Beispiel Höhenunterschiede auch gut wahrnehmen. Kleiner Fun Fact, hier auf der Seite, da steckt kein zweiter LiDAR, sondern das ist nur eine Blende, damit das symmetrisch optisch schön aussieht. Und dann gibt es noch oben in der Scheibe die Stereokamera und die kann man sich vorstellen wie zwei Augen und sorgt nochmal für eine optische Wahrnehmung der Umgebung. Beim automatisierten Fahren gibt es verschiedene Stufen, sogenannte Level. Level 0 bedeutet, das Auto macht gar nichts von alleine, der Mensch fährt das Auto. Level 1 bedeutet, das Auto übernimmt Gas geben und bremsen oder lenken zum Teil. Level 2 bedeutet, das Auto übernimmt Gas geben, Bremsen und Lenken gleichzeitig unter bestimmten Bedingungen. Ich bin ein bisschen unentspannt noch. Ich fühle mich etwas verkrampft. Ich bin aufgeregt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber ich bin auf der Autobahn und ich probiere erst einmal das Level 2 Fahren noch aus. Das kann ich hier über die linke Seite des Lenkrads steuern. Ich habe jetzt mal 80 km/h eingegeben. Das Auto hält die Spur. Das Auto beschleunigt jetzt automatisch auf 100 km/h die hier vorgegebene Richtgeschwindigkeit. Das ist cool. Fährt man jetzt hier ganz entspannt. Ich kann ein bisschen lockerer werden, aber ganz wichtig, ich darf die Hände nicht vom Lenkrad nehmen. Jetzt macht das Auto einen automatischen Spurwechsel. Das Navigationssystem ist eingeschaltet. Ich habe meine Route vorgegeben, eine Richtgeschwindigkeit vorgegeben und dann erkennt das Fahrzeug langsamere Autos vor mir und macht automatisch den Überholvorgang. Und jetzt wechselt er auch wieder zurück. Ende 2021 hat Mercedes-Benz als erster Hersteller eine Genehmigung für die nächste Stufe des automatisierten Fahrens bekommen. Level 3 bedeutet, der Fahrer ist in bestimmten Situationen nicht mehr in der Verantwortung. In den ersten Levelstufen ist der Fahrer immer in der Verantwortung beim Führen des Autos. Bei Level 3 unter bestimmten Bedingungen nicht. Das ist ganz wichtig, denn da kann der Fahrer sich auch mal vom Straßenverkehr abwenden. Ich sehe ein A, ein weißes A aufleuchten. Jetzt kann ich hier am Lenkrad einmal auf den Drive Pilot Knopf drücken, auf einen von den beiden. Und ich glaube, es ist aktiv. Türkis ist die Signalfarbe, die jetzt hier mir zeigt, einmal an den Lenkradknöpfen, hier vor mir am Lenkrad und auch so ein bisschen im Fahrerdisplay. Das System ist aktiv. Ich habe die Hände vom Lenkrad. Ja. Und jetzt fahre ich. Aktuell fühlt es sich noch ein bisschen komisch an, ein bisschen falsch. Was mache ich mit meiner Zeit? Ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich bin sehr lange wach schon. Ich kann mir erstmal hier. Ich habe meine Brotdose dabei. Ich kann zum Beispiel jetzt frühstücken im Auto. Im Auto essen mache ich eigentlich nicht so gerne, aber habe ja Zeit.
Der Verkehr rauscht an mir vorbei. Ich muss das Lenkrad jetzt wieder übernehmen. Das Auto hat gesagt, hat eine Situation erkannt, die es notwendig macht, dass der Fahrer wieder eingreift. Ich muss nicht ständig die Hände am Lenkrad haben, aber ich als Fahrer muss immer eingriffbereit sein. Immer dann, wenn die Technik an ihre Grenzen stößt, fordert sie den Fahrer auf zu übernehmen. So muss es beim Level 3 Fahren, auch hochautomatisiertes Fahren genannt, sein. Also das hat mich jetzt gar nicht überrascht, negativ gemeint, dass ich vom Auto aufgefordert wurde, das Steuer wieder zu übernehmen. Das ist eine akustische Warnung. Und dann soll man sofort das Lenkrad wieder übernehmen, hat aber irgendwo eine Toleranz, 10 Sekunden ungefähr, bevor das Fahrzeug weitere Schritte einleitet und im schlimmsten Fall davon ausgeht, dass es dem Fahrer nicht mehr so gut geht und das Auto dann unter optimalen Bedingungen auch sicher zum Stoppen kommt. Seit 2022 gibt es den Drive Pilot. Allerdings durfte das System bislang nur bis 60 km/h arbeiten. Jetzt funktioniert es bis maximal 95 km/h. Also 60 km/h, da reden wir über Stau auf der Autobahn. Und 95, das ist jetzt schon fließender Verkehr, wo ich mich hinter einem LKW zum Beispiel entspannt auf der rechten Spur einsortieren kann. In der Stadt, im Stadtverkehr, Ampel, Fußgänger, da ist das System nicht einsatzbereit. Aber ich denke, das wird in Zukunft sicherlich dahin kommen. Aber da gibt es viele Hürden. Die Geschichte des autonomen Fahrens ist viel älter, als ich dachte, nämlich fast so alt wie das Auto an sich. Da gab es schon vor 100 Jahren die ersten Ideen, Autos irgendwie selbst fahren zu lassen. Mercedes-Benz startete mit der Entwicklung solcher Technik ungefähr Mitte der 80er. In den 90ern gab es das Versuchsfahrzeug für autonome Mobilität, kurz WAMP. Ein 500 SEL mit einem großen Computer, der autonom fahren konnte auf der Autobahn. Eine Sache dabei bei der Entwicklung ist die Technik. Natürlich dauert das gewisse Zeit, aber vor allem die Gesetze spielen eine wichtige Rolle, denn in Deutschland ist Level 3 Fahren erlaubt, in Europa sonst noch nicht. In den USA beispielsweise ist das von den einzelnen Bundesstaaten abhängig. Also sehr kleinteilig, sehr diffizil. Das kostet einfach Zeit. Ich wollte den Drive Pilot jetzt aktivieren. Dann sagt mir das Fahrzeug, Witterungsverhältnisse ungeeignet. Das System funktioniert aktuell nur bei gutem Wetter, bei klarer Sicht, nicht bei Regen, bei Dunkelheit oder zum Beispiel auch im Tunnel und auch nicht bei Nässe natürlich. Und jetzt hat er erkannt, dass eben der Scheibenwischer aus Versehen zweimal an war. Ich habe den Scheibenwischer betätigt. Jetzt muss ich eine gewisse Zeit warten, bis das System wieder einsatzbereit ist. Ich finde das, auf der einen Seite ist es ein bisschen kompliziert, auf der anderen Seite aber auch echt spannend, denn man muss so viele Eventualitäten beim automatisierten Fahren abdecken und berücksichtigen, dass es natürlich ist, dass da gewisse Situationen manchmal vielleicht ein bisschen länger dauern, dass man ein bisschen Verständnis haben muss für die Technik. Level 3 funktioniert aktuell nur auf der rechten Spur auf der Autobahn und hinter einem anderen Fahrzeug. Jetzt möchte aber schon wieder, dass ich was mache. Dann merke ich auch ein Vibrieren hier im Gurt und er sagt mir Verkehr beachten. Das ist natürlich auch immer streckenabhängig. Also bei so Situationen, Verkehr fädelt sich ein auf der Autobahn, das sind Situationen, die passieren und da muss der Fahrer heute immer aufmerksam sein, da reagiert jeder Fahrer anders, aber da hat man auch seine Erfahrungen und das funktioniert. Das System kann das natürlich noch nicht und da gibt es noch viele spannende Fragen zu klären. Grundsätzlich hat sich zum Beispiel an der Haftung nichts verändert, aber zum Beispiel, was passiert, wenn ich einen Unfall baue? Wenn ich einen Unfall unter Level 3 baue und das System hat richtig funktioniert, dann muss irgendjemand etwas falsch gemacht haben, ein Mensch, der ist dann in der Haftung. Wenn das System aber zum Beispiel nicht richtig funktioniert hat, obwohl ich es aktiviert habe und ich baue dann einen Unfall, dann ist Mercedes-Benz in der Haftung.
Stand heute ist der recht kostspielige Drive Pilot nur für Oberklasse-Modelle erhältlich. Wenn es die Kunden wünschen, dann könnte er auch in kleinere Baureihen wandern. So langsam suche ich mir automatisch meine Vorausfahrzeuge. Das System braucht ein Auto, das vorausfährt. Das ist einfach so. Das ist aktuell schon die weiteste Entwicklungsstufe, die zugelassen ist. Sicherlich könnte die Technik mehr, aber ausschlaggebend ist immer die Zulassung. Für Level 4 gibt es noch keine. Level 4 bedeutet, das Auto macht das Gleiche wie bei Level 3, nur der Fahrer ist nicht mehr in der Verantwortung und kann sogar zum Beispiel schlafen. Level 5 wäre dann ein Auto, das komplett ohne Mensch auskommt. Und davon sind wir noch weiter weg. Aber Level 4 zum Beispiel, das ist bei Mercedes-Benz in China schon in der Erprobung. Das macht mir schon Spaß, muss ich zugeben, wie das System hier interagiert. Man hat ja, wenn man zu Hause im Alltag ist, oft wenig Zeit. Und unsere Kleine hat ein Spielzeug, das ich zu Hause immer habe rumstehen sehen, aber noch nie ausprobieren konnte. Das ist hier so ein magnetisches Spielzeug. Ich kann puzzeln. Ja gut, es bleibt halt ein Auto, ne? Also so jetzt wirklich geräumig ist es nicht. Ich kann auch nicht schlafen, ich kann nicht nach hinten klettern. Also ich muss ja schon auf dem Fahrersitz bleiben. Aber jetzt gerade fühle ich mich ganz gut abgelenkt vom Autofahren. Mal schauen, wie weit ich komme hier. Und jetzt gerade, muss ich sagen, baue ich auch ein mir bisher unbekanntes Vertrauen zum Fahrzeug auf. Denn jetzt sagt er, ich soll es übernehmen. Gut, das war jetzt die Situation. Mein Vorausfahrzeug, der LKW, ist abgefahren und dann hat hier das Auto keinen Anhaltspunkt mehr gehabt und deswegen ist der Drive Pilot ausgestiegen. Aber bis dahin habe ich davon wirklich nichts mitbekommen. Das Ergebnis meiner ersten Level 3 Autofahrt. Ich habe gebastelt und ich bin echt überrascht, wie sehr mich das Auto entspannt hat und vor allem, wie gut ich mich ablenken konnte beim Autofahren. Drive Pilot ist sicherlich etwas, das in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird, wie das automatisierte Fahren. Ich persönlich muss aber sagen, Stand heute greife ich lieber selber ins Lenkrad.